Mal schauen, wie sich das bis zum Ende hin umändern wird. Ah, manchmal drücke ich zu viel. Ey, es wird doch safe irgendjemand dadurch mal sterben, oder? Nicht schlecht. Ich bring safe jemanden dadurch um. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Ich kenne mich aus. Das hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Ja? Und jetzt? Du hast mir gar nicht gesagt, was ich machen muss. Oh, verdammt. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Hä? Was muss ich denn tun? Du hast mir doch nichts gesagt. Du hast gesagt, es ist relativ simpel und dann, ja, mach. Hä? Ganz ruhig. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht angeht. Hä? Okay. Warum sagst du mir das jetzt erst? Okay. Oh, ey, es ist... Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Das dauert 10 Jahre, ich schwör's euch. Zack! Ich schwöre dir, hätte er mir das von Anfang an gesagt. Spätestens zweiter Versuch. Ja, wie schnell willst du ein High Five haben? Es tut mir leid, Bruder, aber wie schnell willst du ein High Five? Schmetterling, jetzt aber nicht wegen dem High Five, oder? Jetzt aber nicht wegen dem High Five. Nö. Könnte alles Mögliche sein. Bullshitte mich nicht. Hey, lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur. Hände niemals von der Tastatur weg. Ich bin wirklich in Panik. Oh, das Zieren, ich hatte keine Angst. Streich, hinter dir ist etwas. Oh, ein Streich, da bin ich dabei. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Oh nein. Ja, klar. Schadenfreude erwischt oder beharren? Nee. Wenn man es schon mal macht, dann bleibt man dabei. Ohne Scheiß jetzt. Da hinten ist etwas. Du Loser, du Loser. 30-0. Woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt gute Frage. Nein, 15. Oh, tja, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay. Okay, du hörst das doch auch, oder? Ja. Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Ich schau nach oder wir sollten nachsehen. Ey, wir haben gesehen, Sam ist tapfer, also let's go. Ich geh mal nachsehen. Was? Wieso? Komm doch mit, wenn du Eier hast. Nein, das ist wahrscheinlich eh überhaupt nichts. Dann halt du doch die Stellung und ich schaue nach. Okay. Wenn du Eier hast, kommst du mit. Oh, er kommt wirklich. Oh, okay. Ich dachte, er würde eigentlich automatisch mitkommen dadurch, aber nee. Bruder! Ja, so! Ja, okay, das ist Chris. Man erkennt es halt so deutlich an der Stimme. Man erkennt es so deutlich an der Stimme, Bruder. Das ist echt kein guter Prank, ne? Das ist echt kein guter Prank. Damit keiner hier reinkommt! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Boom! Ich hab dich erwischt! Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Bin ich auch uncool. Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern, das war so gut.
Sehr unangenehmer Move, Chris. Ein dummer kleiner Streich, möglicherweise ein bisschen lustig. Nee, finde ich gar nicht. Hätte er das bei mir gemacht, ich wäre wirklich mad. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir Hatte ich nicht. Was in aller Welt hast du da an? Einfach Ghostface. Ich hab Zugang gefunden. 50%. Du sagst, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Ich dachte, ihr seid zu zweit losgegangen. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, die Geister. Ja, also, ich empfange sie. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich glaube, ich dir. Ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Ich hätte safe call einen Herzinfarkt bekommen und wäre tot jetzt. Aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. True. Und ist direkt wütend, wenn man keinen High Five gibt. Hallo, Erdan Matt. Ich muss die Tasche holen. Kommst du mit? Ja. Ja, ich komme. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie, ich hasse sie. Oh yeah, 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 yeah. Okay. Hoffentlich stirbst du nicht, Emily. Das wäre tragisch. Wenn das passieren würde, ich glaube, ich wäre wirklich ultra traurig. Oh, danke, Sir. Ultra hart. Hey, M? Ja? Ja? Kritisieren, bleib doch mal cool, Mitgefühl zeigen, geht's dir besser. Ja, wir entschärfen die Situation mal. Ist jetzt besser? Wie bitte? Das war ein fieser Streit. Je weiter weg von Jessica, desto besser geht's mir. Ich will nur, dass du entspannst. Weißt du? Und ich finde, Matt ist wirklich eigentlich ein cooler Dude. Aber wie ist er mit ihr zu... Ja, okay. Ganz weird alles. Hier waren wir halt schon mal mit Ashley. Aber vielleicht sehen wir jetzt irgendwas anderes dadurch. Sehen wir... Cool, gar nichts. Oder? Nicht mal ein Jumpscare diesmal? Wirklich, nur das? Okay. Enttäuschend. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Oh, warte mal, was? Das ist ziemlich interessant. Matt mag Chaz mehr als seine eigene Freundin Emily gerade. Und selbst zuvor mochte er die beiden gleichmäßig gerne. Mike mag er ein bisschen mehr jetzt. Er ist sehr romantisch, ultra hilfsbereit, ehrlich und neugierig. Aber dafür nicht allzu witzig und nicht allzu tapfer. Und Emily ist einfach, wahrscheinlich bei ihren Stats steht da einfach Hure. Fertig, das war's dann. Das waren ihre Stats. Mehr muss man aber dann auch nicht hinschreiben, finde ich. Ich glaube, das ist schon sehr passend. Ab dem Moment, wo nicht mal ich mich erschrecke, Matt, bedeutet das, dass das schon ziemlich peinlich ist, sich zu erschrecken. Just saying. Hier kann eigentlich doch kein Totem sein, oder? Weil wir waren hier ja schon überall mit den anderen beiden. Hey, Dummkopf, okay. Komm hier lang. Sie macht mich wirklich so aggressiv. Widerstehen, lass uns zurückgehen oder flirten, wo wir unter uns sind. Das Ding ist halt wirklich, Emily ist halt so eine Person, die zehrt dich sowieso mit Matt. Und so wie ich Matt einschätze, er würde niemals... nicht auf sie hören dann. Deshalb gehen wir lieber den Flirt-Way. Irgendwo mit mir allein sein? Auch wenn sie wahrscheinlich nur sagt, hahaha, fick dich, du Bastard oder so. Die wird dich nur beleidigen. Ey, gefühlt nutzt Emily Matt aber auch einfach nur aus. Es wirkt sehr traurig zwischen den beiden. Ja? Bin ich ganz ehrlich. Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Manchmal? Behandelt ist es das denn wert, prahlen kein Problem, Babe. Ich verstehe jetzt nicht, warum das so prahlerisch ist, aber ich würde eher auf die Seite hier mal gehen. Aber du solltest dran denken,
dass ich mehr für dich sein kann als eine große, muskulöse Gepäcksuchmaschine. Ehrlich? Kannst du das beweisen? Auf jeden. Kannst du das beweisen? Was? Auf jeden. Sei nicht mit ihm zusammen, wenn das alles ist, was er für dich ist. Na, auf jeden Fall. Ich dachte, das klingt sexy. Er strengt sich so an, der Junge. Er tut mir so leid. Das ist halt eine richtig toxisch wirkende Beziehung. Also wirklich, das ist ja maximal toxisch. Und ich verstehe, wie gesagt, noch immer nicht, wie zur Hölle das überhaupt passiert ist. Cool. Ist schon schön. Ich wäre da trotzdem gerade nicht allzu gerne. Auch abgesehen vom Horrorfaktor. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Muskelmann. Ich hab nicht nur Muskeln. Ich habe im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Fragt er gerade, ob sie im Schnee ficken wollen? Bruder, das... Okay. Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Einfach nochmal. Oh, na sieh mal an. Oh, was? Hey. Was soll das, Sam? Nicht eifersüchtig sein. Warum bringst du mich her? Ich komme mir vor wie ein Depp. Sei nicht so empfindlich. Ich bin mit dir hier, jetzt gerade. Mike ist der Depp. Okay, vielleicht ist Depp nicht das richtige Wort. Oh, was denn? Glückspilz. Schon besser. Ich verstehe es aber auch nicht, warum er jetzt eifersüchtig ist wegen dem hier. Also, das ist doch wirklich nichts, worüber man eifersüchtig sein sollte. Das hat sie ja jetzt nicht gerade eben geschrieben, während er mit dir zusammen ist. Das hat sie wahrscheinlich geschrieben, als sie noch mit Mike zusammen war. So, ich verstehe jetzt ehrlich gesagt das Problem nicht ganz bei Matt. Und ich stelle mich nur ungern auf Emilys Seite, muss ich auch sagen. Was ist denn eigentlich so Wichtiges in der Tasche? Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Flirten, wer braucht Unterwäsche? Ungeduldig, sag's doch gleich, ja. Alter, irgendwie gibt's immer nur zwei Auswahlmöglichkeiten, die ich beide dumm finde gerade. In der Situation mit den beiden. Es gibt immer, ich bin jetzt mad, ich bin jetzt eifersüchtig. Oder es gibt, oh, Baby Girl. Oi. Aber ich bring nicht allzu gerne jetzt den ganzen Madden-Shit rein. Flirtet einfach oh, weiter. Hey, die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Cringe-Gänsehaut ein bisschen. Ein bisschen Cringe-Gänsehaut. Die Gespräche zwischen den beiden sind generell immer unangenehm. Es ist ja wirklich absolut crazy. Achso, warte, was ist der richtige Weg? Wenn ich fragen darf? Okay, das hier anscheinend nicht. Sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Du trollst. Aber trotzdem helfe ich. Emily! Emily! Das ist der härteste Troll. Es ist doch zu obvious. Es ist viel zu obvious. Was war das? Weiß nicht. Das war, glaube ich, kein Streich mehr. Das ist gar nicht cool. Okay. Kann ich selbst jetzt auch meine Hand da reinstecken? Nee. Sonst noch irgendwas hier? Auch nein.
Aber solche Streiche generell so mit, oh, ich bin in Gefahr oder so, fühle ich generell nicht, muss ich sagen. Bin ich nicht so ein Fan. Aber ey, jedem das seine. Und runter hier. Ja, du hilfst einem wahrscheinlich. Ja, was so obvious, okay, dass du helfen wirst, weil sie es allein nicht schafft. Loser. Ja, ihr merkt, glaube ich, schon. Emily Hate Account. Auf jeden Fall. Das ist der schlimmste Charakter im kompletten Spiel. Mit Abstand. Okay, das heißt, ich kann hier hochgehen. Und werde hier. Ich schätze nicht, dass ich da reingehen kann, oder? Okay. Okay. Komisch. Aber gut, dann geht's halt weiter. Mich wundert's, dass ich hier noch keinen Totem gefunden habe. Vorher mit Chaz und Mike einfach drei und jetzt gar nichts. Ich verpasse Safe Calls so viel. Einfach weil meine Orientierung scheiße ist. Was soll das? Ein Schweinekopf, wirklich. Der war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Genau wie bei Mike und Chaz, wäre das jetzt der Moment, der späteste Moment, wo ich sagen würde, ey, lass mal nicht zu zweit nachts im dunklen, verschneiten Winterwald rumlaufen. Aber ey, willkommen zurück. Hinweis entdeckt, Schweinekopfnotiz. Das war bestimmt Chris oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Mit einem echten Schweinekopf? Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand solche Streiche spielt. Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Danke. Danke, okay. Wirklich. Wichtige Entscheidung. Verdammt wichtige Entscheidung. Ansonsten wäre ich auch wütend gewesen. Jetzt wirst du nur noch creepier, oder was? Jetzt kommt unser alter Freund zurück. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation. Einsamkeit. Okay. Hast du auch diese Furcht? Ja, teilweise schon. Willst du mich eigentlich verarschen? Ist da wirklich eine Spinne gerade? Ach, du Widerlicher. Da ist jetzt eine Spinne, da ist eine Spritze und da ist rechts. Ich erkenn's nicht. Organe. Aber was für ein Tier ist das? Auf jeden Fall will ich die Spinne nicht allzu hart betrachten. Auf jeden Fall sage ich ja. Die Spinne ignoriere ich so gut wie möglich. Ist das wahr? Ich zwick meine Augen einfach zu. Das zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Okay, wenn du findest. Jetzt sind wir wenigstens von der Spinne weg. Bin ich schon ein ziemlicher Fan von, weil ich finde Spinnen wirklich widerlich. Wirklich. Und Spritzen auch. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Okay. Was du wertschätzt, was du respektierst. Kannst du vorher das Zeug wegräumen? Anderen. Was ich hätte doch nicht so ehrlich antworten sollen. Wichtiger, Loyalität oder Ehrlichkeit? Loyalität oder Ehrlichkeit? Es ist beides wichtig. I don't know, das ist halt einfach so ein 50-50-Ding. Für mich könnte jetzt beides die Antwort sein. Dann gehe ich mal mit Loyalität. Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay. Was ist mit Loyalität? Das habe ich nie gesagt. Wo habe ich das? Du kannst nicht irgendwas von mir nehmen und das einfach direkt umformulieren. So, da bin ich noch immer bei Loyalität eigentlich. Nächstenliebe aber auch wichtig. Das ist
Also du kümmerst dich eher um deine Freunde, bevor du jemand anderem in Not hilfst. Wenn jetzt ein Freund von mir in Not wäre oder irgendein Fremder, würde ich eher dem Freund helfen. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Ist das was Schlechtes? Wir sehen uns bald. Ist das etwas Schlechtes, Bruder? Ich hasse ihn wirklich. Nicht auf dem Level von Emily, aber ich hasse ihn. Oh, Kapitel 3. Isolation. 8 Stunden bis zum Morgen. Passt ja. Hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Ja, nee, das war ernst. Ich bin todernst. Wir entkleiden uns jetzt erstmal. Der Geistmeister hat gesprochen. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Okay, sei das Medium. Ernsthaft, ist da jemand flapsig? Abracadabra. Ja, wenn, dann nehmen wir es schon ein bisschen ernster. Ist jemand da? Ansonsten bräuchten wir es eh nicht machen. Könnt ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Du machst das echt nicht gut. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt er etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Okay. Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Vortasten. Wie können wir helfen? Klarstellen. Wer braucht Hilfe? Einfach mal, wie können wir helfen? Wie können wir dir helfen? Sag an. Es bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert es? Warnung. Er bewegt sich schnell. Warnung. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Dann lass es machen. Klarstellen, was meinst du? Vortasten, wer bist du? Wir können dir nicht helfen. Wer bist du, Heiliger Geist? Kannst du uns sagen, wer du bist? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Welche? Schwester. Ach komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Chris, so richtig abgefuckt. Hannah Beth, Hannah, bist du das, Hannah? Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. Es ist Hannah. So ein Blödsinn. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was es sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Wirkt nicht so. Okay. Mal überlegen. Entschuldigen, vortasten. Naja, ihr wollt ja mehr erfahren. Da bringt eine Entschuldigung jetzt nicht so viel. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten das stimmt. Wissen, was dir zugestoßen ist. Vor allem Josh natürlich. Was ist passiert? B. E. T. R. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Leute, was meinst okay. du? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Alles sehr, sehr unangenehm. Klarstellen, wie bist du gestorben? Vortasten, wer ist dein Mörder? Wer ist es? Ah, mir geht's nicht so gut. Ah, ich finde das creepy. Hannah, wer hat dich umgebracht? Ich finde das schon creepy. L. I.
Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. B-R-O-O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Vorsicht! Heilige Scheiße. Chris! Okay. Wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht Ashleys Schuld. Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Aber wie hätten sie es faken sollen? Das merkt man doch, wenn jemand da richtig drauf drückt. Damit er das weiterschiebt. Hä? Ich kann ihn verstehen. Das kannst du doch nicht nur mit der Fingerspitze so ohne Druck. Einfach vom Tisch geflogen. Hä? Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugend. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Das war gerade echt creepy. Das mochte ich gerade nicht so. Das war jetzt nicht so mein Favorite. Nee. Jeff. Aber jetzt geht's auch direkt weiter mit Jess. Verdammter Scheiß! Und da wirkt's auf jeden Fall ernster als vorhin mit Chris und mit Emily. Die Drecksfaker. Ja, okay, ich will mich jetzt nicht allzu hart umsehen. Ich will jetzt lieber Jess direkt mal schauen, was los ist. Süße, bist du da drin? Obwohl? Wenn ich einen Toten finde, dann warte ich vielleicht doch ein bisschen. Jess, dann müssen wir uns doch nicht ultra beeilen, oder? Das ist nicht witzig. Ja, warte. Aha! Jessica! Ach, komm schon. Hungertotem. Okay, aber jetzt wirklich los. Tut mir leid, Jess. Schatz? Bist du drin? Hallo? Licht meines Lebens? Licht meines Lebens. Bruder, warum gehst du so komisch? Okay. Nee, geht klar, war nur ein Mini-Erschrecker. War nicht schlimm, alles gut. Wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, hätte ich mir aber eingepisst, ja. Hat das Ding darin verloren. Ja, such weiter! So, wenn sie nicht da drin ist, dann suchen wir mal lieber hier weiter, ne? Also würde ich jetzt empfehlen. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich finde. Oh mein Gott! Nein. Warum faken alle von denen? Nein! Das ist so... Also, sie hat sogar gefilmt. Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Das ist so assi, die Gefühle einfach so mit den Gefühlen zu spielen vom eigenen Partner auch noch. Oh, Mann, nee, assi. Mach ich dich kalt? Unironisch. Nein. Das Totem hat schon gezeigt, du wirst bald sterben. Ist das die hier? Nein. Nicht witzig. Nicht witzig. Aber du bist so süß, wenn du Angst hast. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst... Boah, die macht da so viel Salz in die Wunde rein. Mürrisch, gut, du hast gewonnen. Witzig, streng dich mehr an, Chess. Ja, ich bin generell ein Mensch, der bleibt da lieber auf so der witzigen Seite. Come on. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr? Aber mad wäre ich trotzdem. Und... Drop a Tony. Okay, weiter geht's. Warte, bin ich jetzt Chess? Nee, okay. Ich dachte schon. Ja, hab mich schon fast gefreut. Weil mich würde sehr interessieren, wie Chess zu den anderen Leuten hier steht. Was für ein schöner kleiner Liebesbeweis. Siehst du? Matt wäre jetzt ausgerastet. Ein M und ein E. Hast du eine Ahnung, was das heißen könnte? Oh, heißt vielleicht Elizabeth und Myron. Myron? Oder vielleicht Michael und Emily? Entspann dich. Mir war bloß nicht klar, dass du auf Kitsch stehst. Gestehen oder leugnen?
Ja, hey, ist doch nichts Schlimmes dabei. Hey. Ist doch nicht schlimm. Du siehst aus wie ein taffer und raubbeiniger Macho-Typ, aber tief drin. So. Stehe ich zu meinen Gefühlen. Ich mag Mike. Ich bin ehrlich, ich mag ihn eigentlich. Zuneigung offen zu zeigen. Ach ja? Und später bekomme ich auch ein bisschen Zuneigung? Oh, jede Menge Zuneigung. Oh, darauf werde ich zurückkommen. Zwinker. Zwinker? Los komm, Casanova. Wer sagt einfach so Zwinker? Oh, wie romantisch. Er hat gezwinkert. Es wirkt so, als könnte man da lang gehen. Ist auch so, warte mal. Hier ist noch ein Totem. Aber in die andere Richtung geht's auch weiter. Ah, zack. Ja, ich mag das echt gerne. Hey, man hat ja gar nichts gesehen. Was für Führungstotem. Wo hat mich das gerade hingeführt, bitte? Ein Scheiß hat das gerade gemacht. Okay, ich glaube, das führt einfach sowieso zum normalen Weg auch. Aber ich gehe trotzdem mal hier lang. Ja, nee. Ist der komplett normale Weg. Hier leuchtet auch nicht oder nichts auf. Wirkt fein. Und hier ist ein Ball? Tennisball? Okay.